Hi Leute und herzlich willkommen zu meinen Botania Tutorials. Ich bin J2Ed Gaming und ja, das hier ist Botania für die Minecraft Version 1.12.2. Hi Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part meiner Botania Tutorial Reihe. Ja, Botania für die 1.12 immer noch. Und in der letzten Folge haben wir so die grundlegenden Basics abgearbeitet. Und heute möchten wir einfach dort weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und das ist beim Mana. Wir haben hier schon mal so eine kleine Mana-Farm gebaut. Und ich möchte euch heute nochmal ein bisschen mehr dazu zeigen. Denn dieses Mana im Mana-Pool, das kann tatsächlich zu etwas nützlich sein. Wer hätte es gedacht? Wir fangen jetzt einfach mal direkt an. So, das allererste, was ich euch vorstellen möchte, ist einmal die Black Lotus und die Blacker Lotus. Das sind zwei Pflanzen, die wir nicht herstellen können. Diese findet man ab und an in Dungeon Chest, oder zumindest die Black Lotus. Ich glaube, die Blacker Lotus ist sogar nur im Creative Mode verfügbar. Müsste ich nochmal recherchieren. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall, wenn ihr diese nun in einen Mana-Pool reinwerft, wo bereits schon Mana drin ist, dann wird das Ganze den Mana-Pool etwas auffüllen. So, ihr seht jetzt, wie voll ist das Ganze jetzt. Und ich drücke einmal drauf. So, ist ein bisschen voller geworden. Hat man fast gar nicht gesehen. Blacker Lotus. So, da sieht man es jetzt deutlich. Also, die Blacker Lotus füllt so, ich würde sagen, wie ist es aufgeteilt in 4? Ja, ein Achtel. Ich kann das ja mal jetzt austesten. Ein Achtel heißt, ich nehme mir mal ganz kurz 7, 8. 8 Blacker Lotus. Mach mal ganz kurz einen Mana-Pool hier. Okay. Moment mal ganz kurz. Ich pack das Ganze mal hier hin. Du da rein. So, du da rein. So, jetzt ist hier fast gar nichts drin. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, braucht doch ein bisschen mehr. Ja, jetzt haben wir aber einen ziemlich gut gefüllten Mana-Pool tatsächlich. Den nehme ich mal ganz kurz mit Steuerung-Klick. So, jetzt haben wir hier einen relativ gut gefüllten Mana-Pool. Und jetzt können wir an dem ein bisschen experimentieren. Denn beim Mana-Pool können wir so ein paar ganz nette Sachen machen. Und zwar auch hier wieder Item-Transforming, wie ich das so schön nenne. Und zwar können wir jetzt zum Beispiel ein Iron Ingot nehmen und das Ding hier rüberhalten. Ihr seht jetzt schon, wir können diesen Iron Ingot jetzt transformieren in so einen blauen Ingot. Wir werfen das Ding rein und da kommt jetzt ein Mana Steel Ingot raus. Es hat ein kleines bisschen von unserem Mana verbraucht, nicht besonders viel. Wir können das mal ganz kurz zeigen. Hier, so viel Mana verbraucht das Ganze, wie das hier aufgelistet ist. Ja, wir können übrigens auch mehrere Eisen-Ingots hier reinschmeißen. Auf einmal. Dann kommen halt mehrere Mana-Ingots raus. Ja, man sieht das so ganz leicht. Ich glaube, das ist hier sogar auch noch ein bisschen falsch angezeigt. So viel braucht das gar nicht. Also immer ein kleines bisschen weniger. Okay, wir können jetzt also Mana-Steel herstellen. Aus Eisen können wir Mana-Steel herstellen. Wir haben zum Beispiel eine Enderperle, können wir reinwerfen. Dann bekommen wir eine Mana-Perle raus. Ich mache mal ganz kurz eine Kiste hier auf, dann können wir die ganzen Sachen hier reinlegen. So, Mana-Steel, Mana-Perle. Wir können hier Diamanten reinwerfen. Wir können hier außerdem, na, wo ist es? Wird wahrscheinlich nicht hier sein, Moment. Ich such's mal ganz kurz. Wir können Quarz hier reinwerfen. So, probiere ich mal aus. Mana Diamond, Mana Quarz, wunderschön. Wir können Glas reinwerfen. Komm, Mana Glas raus. Wir können einen String reinwerfen. Dann kommt Mana String raus. Wir können ja mal ganz kurz nachgucken, ob ich jetzt noch ein Item vergessen habe. Aber ich meine, das müssten sie gewesen sein. Mana Quarz sehen wir hier. Ach ja, Mana Powder, ganz wichtig. Wir können jetzt, Mana Powder ist relativ cool, da können wir jedes Powder praktisch verwenden. Gunpowder, Redstone, Glowstone, Sugar und dann natürlich die ganzen Farbstoffe. All das geht in Mana Powder. Mana Powder hole ich mir auch mal ganz kurz. Ja, das sind so die Basic-Stoffe, die wir haben. Aus Mana Glas können wir auch noch Mana Glas Paints herstellen.
Und das sind halt alles so grundlegende Materialien, die wir alle in Botania brauchen werden und mit denen wir jetzt ein bisschen was anstellen können. Als nächstes möchte ich euch gerne den Mana Splitter vorstellen. Ein relativ nützliches Tool wird folgendermaßen gecraftet mit 6 Living Rock und 2x Mana Steel, von dem wir jetzt ja auch wissen, wie es hergestellt wird. Hier hinten habe ich das Ding schon mal aufgestellt. Und zwar ist es jetzt folgendermaßen: Wenn ihr jetzt tatsächlich ganz viele Kohle hier reinlegt, dann kann es ja irgendwann sein, dass der Mana-Pool voll ist. So ein Mana-Pool kann zwar extrem viel Mana in sich tragen, aber dann ist er halt voll. Und das ist doof. Und der Mana-Spreader kann natürlich auch nur einen einzigen Mana-Pool gleichzeitig erreichen. Und aus diesem Grund gibt es den Mana-Splitter. Wie das Ganze aufgebaut ist, kann ich euch mal ganz so zeigen. Wir können einen Mana-Pool hier nehmen und einen Mana-Splitter dran stellen. Dieser Mana-Splitter hat seine Outputs in alle vier Seiten. Das heißt, wir können jetzt an alle vier Punkte jetzt, ja, so ein Ding hier hinstellen. Und jetzt nehme ich mir mal ganz kurz einen Mana-Spreader und setze den einfach mal ein paar Blöcke höher, zum Beispiel hier so. Und ich setze ihn mal neben einen Mana-Pool. Wenn ein Mana-Spreader neben einem Mana-Pool ist, dann zieht der das Mana aus diesem Mana-Pool raus. So, ich binde ja, ich habe jetzt mit meinem Wand of the Forest diesen Mana-Spreader, der mit dem Mana-Pool verbunden ist, jetzt auf diesen Mana-Splitter hier gebindet. Das heißt, der schießt jetzt eigentlich auf gar keinen Pool. Aber wenn ich jetzt mir einfach mal die Lotus nehme. Ach ja, es geht ja nur, wenn da schon Mana drin ist. Moment, dann mache ich mal ganz kurz ein Mana-Tablet, das voll ist. Was das hier ist, müsst ihr jetzt gerade nicht wissen. Da kommen wir später zu. Auf jeden Fall, ich lasse hier mal ein bisschen Mana reingehen und ihr seht, dass jetzt alle vier Mana-Pools gleichzeitig befüllt werden. Und ja, noch die Tatsache, dass wenn ein Mana-Spreader neben einem Mana-Pool steht, dann zieht er das Mana aus diesem Mana-Pool raus. Das auf jeden Fall auch merken, wird euch nachher auch noch viel bringen und das braucht ihr nachher auch. Ja, jetzt wird das Mana gleichmäßig, Round-Robin-mäßig in alle vier Mana-Pools verteilt und ja. Das ist der Mana-Splitter, meine Damen und Herren. Das nächste Item, was ich euch zeigen möchte, ist der Mana-Pylon. Gecraftet wird das Ganze mit einem Mana-Diamond, 2 Gold-Ingots und 2 Mana-Steel-Ingots. Das ist also schon relativ teuer, dafür ist das Ding auch ziemlich cool. Also erstmal können wir das später noch upgraden, Gaia-Pylons und Natura-Pylons. Natura-Pylons werden wir später für das Elfenportal benötigen und Gaia-Pylons für den Gaia-Boss-Fight am Ende. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ja, die Mana-Pylons haben jetzt aber noch mehr als nur diese Eigenschaft. Und zwar kann man diese als Bücherregalersatz beim Enchantment-Table verwenden. Wenn man jetzt kein Leder farmen will, dann kann man Mana Pylons nehmen. Der große Vorteil bei Mana Pylons ist ja, Moment, ich hole mir mal ganz ins Bücherregale. Wo haben wir sie? Die Bookshelves. Ich suche sie. Na, der will heute mal wieder nicht. Dann suchen wir sie so, Bookshelves. Um ein Level 30 Zaubertisch zu bekommen, müsste man normalerweise, lügt mich nicht an, müssten wir so ein Konstrukt hier bauen. Und jetzt müssten wir einen Level 30 Zaubertisch haben. Geht auch mit Natura Pylons. Allerdings brauchen wir nur 2 Natura Pylons, die so aufgebaut sind. Die müssen so in einem Block Abstand, also zwischen dem Enchantment Table und dem Mana Pylon, muss ein Block Abstand sein. Und 2 davon reichen schon aus. Ich kann es mal ganz so zeigen, eine Goldschaufel. Ihr seht, hier steht jetzt Level 30. Wenn ich jetzt einen davon abbauen würde, dann würde es Level 16 sein, ne? Und wenn ich jetzt ihn wieder hinsetze, ist es Level 30. Genau wie hier. Auch hier müssten wir, genau, hier haben wir auch Level 30. Auf jeden Fall eine ganz coole Sache, weil dadurch spart man sich tatsächlich echt viel Leder. Ob es jetzt billiger ist, weiß ich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht so nervig, weil man nicht so viele Kühe ab. Ja, schlachten muss. Aber es ist schon ziemlich cool. Und der Mana-Pylon hat, wie gesagt, auch noch andere Verwendungen, und zwar das Upgraden für andere Verwendungen in Botania. Ja, der Mana-Pylon. So, jetzt habe ich ziemlich viel herumgelabert mit so ein paar kleinen Sachen, die man an Botania noch machen kann. Mana-Pylons und Mana-Splitter. Wir wollen jetzt aber auch mal wirklich Progress machen, okay, Leute? Progress in Botania. Und ja, wir haben jetzt kennengelernt, wie wir mit Petal Apothecary umgehen können. Wir haben die Pure Daisy kennengelernt. Wir haben kennengelernt, wie wir mit Mana-Pool umgehen können und unser erstes Mana herstellen können. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Und zwar zu einer weiteren Sache,
die total wichtig ist, und zwar ist das der Runic Altar. Ich hatte es in der ersten Folge, glaube ich, Runic Matrix genannt. Das ist natürlich Formcraft und das ist was komplett anderes. Und Formcraft ist nicht Botania. Botania ist Runic Matrix am Start und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Die Runic Matrix ist sozusagen die Erweiterung, wie wir in Botania craften können. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Die Runic Matrix, Alter, was ist denn los? Der Runic Altar, meine Damen und Herren, wird folgendermaßen gecraftet. Wir brauchen dafür 5 Living Rock und eine Mana Perle, oder eine Mana Diamond. Und dann bekommen wir so einen Runic Altar. Ein Altar, in dem wir Runen herstellen können. Ja. Ich stelle jetzt einfach mal ganz kurz. Ja, ich stelle mal hier hinten hin, weil hier hinten habe ich sowieso einen Mana Pool, wo ziemlich viel drin ist. So, der sieht folgendermaßen aus. Das ist ziemlich cool. Und jetzt müssen wir irgendwie Mana in diesen Reihen bekommen. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn wir einen Mana-Spreader neben einem Mana-Pool dranstellen, dann zieht der Mana aus diesem raus. Genau das brauchen wir jetzt an dieser Stelle. Und zwar haben wir jetzt den hier nebengestellt. Das heißt, der zieht jetzt Mana aus dem Mana-Pool raus und leitet dies weiter in diesen Runic-Altar. Denn dieser Runic-Altar benötigt gleich ganz viel Mana, wenn wir unsere ersten Runen herstellen. Es gibt ganz viele Runen. Und zwar gibt es Tier 1 Runen, Tier 2 Runen und Tier 3 Runen. Woran kann man die jetzt erkennen? Tier 1 Runen, das sind Runen mit Elementen als Namen. Also sie haben alle bestimmte Namen und Tier 1 Runen haben Elemente. Da haben wir die Rune of Water, die Rune des Wassers. Rune of Fire, die Rune des Feuers. Die Rune of Earth, die Rune der Erde. Und die Rune of Air, die Rune der Luft. Und dann haben wir Tier 2 Runen. Rune of Spring, also Frühling. Hier haben wir Sommer, Herbst und Winter. Und die Rune of Mana, das ist noch so eine Zwischenrune. Und dann haben wir hier noch die Tier 3 Runen, die ganz, ganz, ganz fiesen Runen. Wir werden uns jetzt erstmal um die Tier 1 Runen kümmern, weil die brauchen wir als allererstes. Die Rune of Water, meine Damen und Herren, wir schauen uns mal ganz kurz das Rezept an. Das Rezept hat immer gewisse Ähnlichkeiten aufzuweisen. Bei einer Tier 1 Rune benötigen wir immer ein Mana Steel und ein Mana Powder. Immer. Bei jedem Rezept ist das dasselbe. Ein Mana Steel und ein Mana Powder, genau. Zusätzlich kommen immer 3 Items hinzu. Bei der Rune of Water beispielsweise eine Fishing Rod, eine Sugar Cane und ein Bone Meal. Die Fishing Rod muss übrigens mit voller Durability sein. Das muss eine ganz niegelnagelneue sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Hier brauchen wir Nether Ward, Gunpowder und Nether Brick. Hier brauchen wir Mushroom, Block of Coal and Stone für die Earth Rune. Und für die Air Rune brauchen wir String, Feather und White Carpet. Ich würde einfach mal ganz kurz die Rune of Water mit euch zusammen herstellen. Dafür nehme ich mir eine Fishing Rod, dann einmal Sugar Cane und zum Schluss einmal, was war das letzte? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Mein Glückwunsch. Bone Meal, genau. Da war was. So, einmal Bone Meal. So. Dann machen wir einmal ganz kurz den rauf und den rauf. Das Ganze geht mit einem Rechtsklick. So, und jetzt packen wir da noch die beiden Materialien drauf, die wir immer brauchen. Und zwar einmal Mana Steel und einmal Mana Powder. Wenn ich es finde. Da ist es. So, wenn ich das jetzt hier rauf mache, zack. Jetzt seht ihr, da passiert ganz viel Magie. Jetzt wird ganz viel Mana hier reingeleitet. Wir sehen jetzt da so ein Progress Bar, so ein Tortendiagramm nennt man das, ein Kreisdiagramm ist das, ein Tortendiagramm ist ja 3D. Und jetzt, sobald hier genug Mana drin ist, passiert absolut gar nichts, weil wir benötigen noch etwas, damit das Ganze funktioniert, und zwar einmal Living Rock. So, jede Rune ist ja auf so einem weißen Ding hier drauf. Oh, ihr seht, Alter, diese Effekte bei Botania sind schon echt ziemlich cool. So, wir müssen jetzt einmal einen Living Rock in die Mitte drauf tun. Ihr seht jetzt, so sieht das Ganze aus. Und wenn ich jetzt mit meinem Wand of the Forest hier einmal draufklicke, zack, dann bekomme ich hier zweimal die Runen drauf, die Rune of Water. Fantastisch. So, die packe ich jetzt einfach auch mal in die Kiste rein. Jede Rune wird genauso gecraftet. Und ja, jetzt wissen wir auch, wie wir mit dem Mana-Dingsen hier arbeiten. So, eine Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar, wenn man jetzt mit dem Water Bucket hier raufgeht, und ich mache mir ganz kurz eine Pure Daisy nochmal,
So, und jetzt ein Wassereimer reingehe, dann kann ich mit einer leeren Handeimer draufklicken und jetzt wird das Rezept, was ich vorher schon hatte, nochmal automatisch hier reingelegt. Dasselbe gilt auch hier für den Runic Altar. Nur damit ihr es wisst, das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Ja, das geht bei beiden, sofern ihr natürlich die Materialien im Inventar habt. Das ist Voraussetzung dafür. Aber ich denke mal, das ist relativ klar. Okay. Letzte Sache für heute. Wir schauen uns nochmal eine Pflanze an, die auch Mana generieren kann. Und zwar ist das die Hydroangias. Die gute Dame hier. So, Moment. Jetzt muss ich mal ganz rausgehen. Die wird folgendermaßen gemacht. Dafür brauchen wir zweimal Blau und zweimal Cyan. Die können wir auch herstellen, ohne irgendwie mit dem Mana-Pool schon rumgespielt zu haben. Ich zeige mal ganz kurz, wie die funktioniert. So, ich nehme mir sie einfach mal ganz kurz. Wir benötigen für diese eine 3x3 Feld mit Wasser. Und ich hole mir mal ganz kurz einfach irgendwelche Slabs. Das ist jetzt gerade komplett egal. Ich mache es jetzt einfach mal nur, damit man das ein bisschen besser sehen kann. So, wir machen mal ganz kurz einen 3x3 Pool mit Wasser. So. Und füllen das Ganze jetzt auf. So, und jetzt stellen wir hier eine Hydroangias daneben und nehmen einen Mana-Spreader. Und diese Hydroangias wird jetzt aus diesem Wasserding praktisch Mana herausziehen. Wir sehen das hier langsam, die füllt sich jetzt langsam auf, man sieht es. Und sobald diese voll ist, sendet die das Ganze an den Mana-Spreader und dieser macht jetzt gleich einen Stoß. Wir sehen es gleich, Moment. So, auf jeden Fall produziert die Hydroangias jetzt ganz viel Mana aus diesem Wasser. Das wäre jetzt wunderschön und ziemlich OP, aber diese Hydroangias verschwindet nach einer gewissen Zeit. Ich glaube 10 Minuten waren das, die hält. Danach ist er halt einfach weg und ja, die kann man so halt schlecht automatisieren. Sie ist automatisch, aber halt nur für eine bestimmte Zeit und solange versorgt die einen dann schön mit Mana. Okay. Ja, das war's auch schon von diesem Botanien-Tutorial. Wie lange geht die Folge? Ja, das reicht. Ja, wir haben jetzt heute die Runic Matrix besprochen. Die Runic... Alter, was ist los? Nein, nicht die Runic Matrix, den Runic Altar. Und ich werde davon nie wieder loskommen. Außerdem Mana-Pylon und so weiter und so fort. Also, ihr seht, Botania ist sehr vielfältig. Und da kann man auf jeden Fall einiges machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Macht's gut. Bis dann. Lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo. Und ciao.